Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. Tell us everything about them. The ivory towers are about to fall. And when we're done... Let's cross that bridge when we get to it. For now, the partners are all that matter. There's an issue. Of course there is. Olivia's tracked the names mentioned by the Constant, and they're dead ends. How dead? Obituaries for all three have appeared online. Accidental death, heart failure, lung cancer. They're covering their tracks. Faster than I thought. A contingency plan of sorts. The Constant wasn't aware of it. Well, it seems they didn't tell him everything after all. Something this big will leave traces behind. The Constant says to follow the money. Milton Fitzpatrick. The investment bank. It's a key Providence asset. Which you worked for. The director of the New York branch is a Providence operative. It's our best bet as a way in. I'll tell the pilot to turn the plane around. Right, gentlemen. Here's what we've come up with. The partners are transitioning between identities. But everything is so recent, the Milton Fitzpatrick bank records will still be intact. We've confirmed that the partners have active accounts there. However, the bank's records are remotely updated on a frequent basis. We may only have hours before any leads that could get us the new identities of the partners are gone forever. The data we need can be obtained in two ways. The bank's data core can be accessed through the basement vault, but getting inside the vault could be challenging. Alternatively, Bank Director Athena Savalas, Head of Security Mateo Perez, and Head of Accounts Fabian Mann each carry a partial backup drive with the data. We'll need all three drives to get the full data. Now, we cannot risk the partners discovering the data breach. Eliminating the bank's director, Athena Savalas, would sever the last remaining Providence tie to the bank and keep our activities hidden. Okay, one more time. We break into the vault, extract the hard drive rack, and eliminate the director on the way out. We. You. Good luck, 47. Welcome to New York, 47. The Milton Fitzpatrick Bank is open for business, but it seems there's some sort of investigation underway. Expect increased security. Your target, Director Athena Savalas, can be found in her top floor office, overlooking the iconic Teller Hall. Head of Security, Mateo Perez, is roaming between the vault area and the Teller Hall, talking to employees. And Head of Accounts, Fabian Mann, can be found on the investment banker floor and the top floor of the bank, driving the internal investigation. Remember, we need to secure the data from the bank's reinforced vault, or, alternatively, acquire three hard drives carried by the director and her two lieutenants, Mann and Perez. Good luck, 47. Okay, okay. Damit wieder willkommen zur einer neuen Folge Hitman 2. Diesmal in der vorletzten Story-Mission, soweit ich das jetzt verstanden habe. Weil nach der kommt noch eine und dann sind wir, glaube ich, mit der Story durch, Leute. Aber bevor wir anfangen, nochmal eine noch kürzere Beschreibung von denjenigen, die das hier ermöglicht haben, dieses Let's Play, und zwar Gamevo. Das ist eine Website, da gibt es Spiele billig, könnt ihr euch gut kaufen für weniger Geld. Ihr könnt auch noch Rabattcode benutzen, Six Bros. Steht alles nochmal unten in der Beschreibung, auch ein Link zur Website. Da kriegt ihr nochmal ein bisschen Rabatt drauf und ja, da könnt ihr euch mal umgucken, ob ihr das Spiel holen wollt oder so. Oder Steam Keys, Xbox, PlayStation, alles. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, die Beschreibungen werden auch immer kürzer. In der letzten Folge werde ich einfach nur noch Gamevo da billig kaufen sagen. Aber ja, wir sind diesmal in einer Bank. Unsere Ziele ist
die da oben zu töten und Daten zu beschaffen. Entweder müssen wir in den Tresorraum oder wir können von diesen anderen Untertypen da das Zeug stehlen. Ich glaube, ihr habt es ja eh mitbekommen. Ihr habt ja das Zeug hier angeguckt auch. Was gibt's hier? Brieföffner. Oh. Okay, man darf hier anscheinend gar keine Brieföffner in die Hand nehmen. Was ist denn das hier überhaupt für ein Raum, Alter? Ah. So ein Privatding. Da kann ich Objekte dran verstecken. Okay, das ist cool mit dem Glasding. Dann höre ich den mal zu. Tina Smith? I work in insurance. Right. Undercover, are we? No, no, I'm just not who you think I am, sir. Now, please leave me alone or I'll be forced to alert security. Oh, I'm sorry. It's just you really look like her. Well, have a good day. Ruby Red, famous muckraking investigative journalist, is in the bank. Known for her fierce skills at digging up dirt and her excellent nose for scandal, she's definitely up to something. Might be worth following her around the bank, 47. Okay, dann machen wir das doch mal. Gehen Sie der Sache mit Ruby Raid nach. Hey, how are you? Teddy, it's me. I'm at the bank now. I still haven't been able to make contact with the informant. Don't you dare dump this story, Ted. I will find that report one way or another. This will be the story of the year. Director Savalas has been acting with extreme recklessness, and the public deserve to know that. My informant will... We just need another 5 minutes, and then you're welcome. But not right now, okay? Ich mach doch gar nichts. Red nur weiter. Dann setze ich mich halt dahin. My informant will come. Just make sure you're ready to pull the trigger when I get the documentation. She's going down today, Ted. One way or another. Of course the stock will plummet. I expect that will happen immediately. Ja, erstmal zuhören, Leute. Peak Performance. Was lese ich denn da Schönes? I'll email you the documents as soon as I have them. Okay, gehen Sie der Sache mit dem Whistleblower nach. Was macht die jetzt da oben? Die hat auch zugehört. Darf ich hier rein? Ich darf hier nicht rein. Da muss ich erst noch mich als Polizist verkleiden. Schätze ich mal. Darf ich hier rein? Gibt's hier Polizisten? Ja. Aber hier gibt's nichts, wie man die umbringen könnte, unbemerkt. Ja, letzte Folge sind wir einfach Amok gelaufen. Diesmal will ich es mal wieder ein bisschen versteckter probieren, so wie man es eigentlich machen soll. Was ist hier? Stay safe, sir. Achso, ich darf hier rein. Sorry, sir. I can't let you enter before I have a look in your pockets. So, da muss ich mich filzen lassen, okay. Ah, die Tür kann ich so nicht öffnen. Okay, hier darf ich nicht rein. Aber irgendwie muss ich da reinkommen, Alter. Ich mach doch nichts. Ich mach nichts. Hey, you! Ah, Unfall passiert. Lautloses Ausschalten. Bestimmt. Ja, okay. Hier drin kann ich jemand umbringen. Hier ist sogar ein Schrank. Oh ja. Aber wie kriege ich hier jemand rein? Hat die sich schon wieder verkleidet? Nee. Is that what I think it is? Here, nimm. Yes. Just make sure the information will be put to good use. Oh, you can bank on that.
Who are you? What's your role in this? I'm not important. Good luck. It sounds like Miss Red has quite a scoop on her hands. My guess is this will cause a major market upset, which is sure to bring the director out from her fortified office. Oh my, this is perfect! Perfect! Okay, ja, und jetzt? Was hat die Story-Mission gebracht? Nichts? Okay, dann werde ich mich auf den Weg zu ihr nach oben machen. Ich bin nicht da. Ist das auch was Wichtiges? Keine Ahnung, ich bin hier oben. Haben die den jetzt gehört? Keine Ahnung. Ich kann nicht... Was hat der für eine Unterhose an, Alter? Vergiften. Kokain. Was haben die denn hier alle drin, Alter? Kokain, komische Unterhosen. Alles ist dabei. Kokain in der Bank. Ja, nee, ich vergifte das jetzt mal nicht. Vielleicht kann ich das Gift später noch besser benutzen. So, jetzt bin ich anders gekleidet. Jetzt erkennen die mich nicht mehr. Ich habe Pfirsich in der Hand, fällt mir gerade auf. Hier hinten muss ich hin. Und ich darf rein. Was? Ist ja heftig. Ja, und jetzt? Ich darf das machen? What? Bin ich so ein hoher Rang gewesen? Story Mission verpasst. Wow. Okay, na dann. Who the hell decides to put an AC unit in a basement garage? Someone who doesn't work here anymore. I hope. Kann ich hier lang krabbeln oder dass die mich sehen? Anscheinend, ja. So, dann Schallgedämpfte. Hier geht es irgendwelche Lüftungsschächte. So, einschalten. Klimaanlage. Wir haben gerade noch darüber geredet, dass es so heiß hier ist. Ablenkung wird untersucht. Dann verstecke ich mich mal. Ist da noch jemand? Nee. Nein, ach, ich wollte doch nicht... So ein Scheiß. Jetzt geht er wieder rein. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen. So. Klimaanlage ausschalten. Dann verstecke ich mich einfach diesmal hier. Was habe ich denn als Chloroform? Nice, Betäubungsgift. So, ja, ich erschieße ihn lieber mit einer Schallgedämpften dann. Kann ich das da hinten zerschießen? Ich weiß es nicht. Schnell verkleiden. Ablenkung ausschalten. So. Man könnte den Ben jetzt im Hintergrund schreien hören. Also ich höre ihn zumindest. Eventuell nimmt das Mikrofon ihn dann auch auf. So. Was hatte der? Eine Pistole und so. Okay. Jetzt erkennt mich nur noch einer da drin. Das darf ich immer noch nicht. Ich kann ja einfach die Tür zumachen. Was liegt da noch? Noch eine Pistole, okay. So, jetzt habe ich meine Beweise schon mal zerstört. So. Was ist hier? Einschalten. Oh fuck. Kann ich bitte Milchglas irgendwo einschalten? Oh, Blendgranaten oder so. Okay, kein Plan. Oh, irgendwas. Schlüsselkarte. Nehme ich doch immer gern mit. Egal, dann habe ich sie jetzt so getötet. Ich habe so viele Waffen.
Oh, eine fette Waffe hat auch noch gefehlt, das stimmt. Oh, eine Shotgun auch noch. Mega geil. Haben die hier einen Schrank drin oder so? Nein. Was gibt's hier? Irgendein Schließfach. Oh, das ist die fette Dingskarte. Öffnen. So, kann ich das Sicherheitssystem entriegeln? Kann ich noch irgendwie hier was ausschalten, dass das komplett weg ist? Nein? Okay. Egal. Wo kann ich... Ah ne, ich dachte, ich kann ja auch ein Milchglas anmachen. Na dann. Tresorraum öffnen, das darf ich aber nicht. Das kommt ungelegen. Ich gucke mich ganz kurz nochmal um, was es hier gibt. Hier ist irgendein Lagerraum. Vergiften. Lüftungssysteme. Oh. Das ist natürlich auch... Da hätte ich die alle lautlos töten können wahrscheinlich, indem ich das hier vergiftet hätte und dann da hinten Klimaanlage aufgemacht hätte. So. Gibt's auch eine Axt und so. Ja gut, dann warte, vielleicht kommen die ja dann und wollen mich... Nein, lieber nicht mit der Shotgun. Die schalte ich lautlos aus. Hallo? Mit was werfe ich den? Mit einem Apfel. Der fragt ihn noch so, was passiert? Während der Typ am Boden liegt. So, was gibt's hier noch? War hier nicht noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich nehme mein ganzes Zeug wieder mit, würde ich sagen. Damit ich schön voll bepackt bin. Ich könnte die verstecken, aber ich scheiß mal drauf. Ja, die Kamera ist schon kaputt. Keine Kameras sonst. Dann würde ich sagen, ich speichere. Und, ja, begebe mich dann in den Tresor. Nice, Alter. Das ist ein fetter Tresor. Drei Türen, oha. Great work, 47. You now have access to the vault. Ja, jetzt muss ich nur hier irgendwie durchkommen, ohne von den Lasern erwischt zu werden. Ah, okay, so einfach geht's. So, was gibt's denn hier alles? Irgendwas Geiles. Ich klaue einfach alles. Und noch eine Geige. Noch ein goldenes Messer, Alter. Die haben ja alles hier. Ich nehme alles mit. Ich bin jetzt ein richtiger Bankräuber. Ich raub denen alles. So, das auch noch, damit die nichts mehr haben. Und dann die Daten, die wir eigentlich brauchen. Gold kann man so auch mitnehmen. Das finde ich schön. Ja, dann nehme ich das doch mal mit. Good work, 47. Ja. That's the evidence secured for now. Careful not to lose it. If anyone sees you with that rack, my guess is you'll draw a lot of unwanted attention to yourself. Okay, also damit darf mich jetzt niemand sehen. Kann ich hier rausgehen? Ah, ich muss die Dings ja noch eliminieren. Ohne dass mich jemand mit dem Koffer sieht. Das ist blöd. Strom hier ausschalten. Oh, was gibt's hier noch? Einen Schraubenschlüssel. Wo ist denn die? Da oben wieder. Jetzt kann einfach jeder Verdacht schöpfen. Ich muss hier, glaube ich, durch. Hier ist ein kleiner Raum. Ich hoffe, ich habe da Befestigung lockern. Ich hoffe, es hat jetzt niemand gehört. I know what you're thinking, 47. You won't fit. Als ob die das jetzt da gehört haben. Kann jetzt Objekt wegwerfen. Oh wow. So ein Scheiß. Ich bin einfach hinter der Tür.
Kommen die jetzt noch hier rein? Was kann ich hier machen? Z. Kann ich den da drin verstecken? Kann ich das jetzt mitnehmen? Oh. Das ist heftig. Wie ist das hier reingeflogen? Hä? Dann halt wieder eine schöne Tötungsmission. So, kann ich jetzt... Ach, da ist noch einer. Was ist das hier eigentlich? Wodkaflasche, die nehme ich auch noch. Gibt es einen Gaskanister oder so? So, dann renne ich einfach mal hier raus. Ich glaube, da sollte ich lieber die dicke Waffe nehmen. Ne, dann lasse ich meinen Koffer fallen. Oh, fuck. Das klappt mal wieder gut mit dem Stealth-Game. Dann nehme ich halt wieder meine Waffe, meine Pistole meine ich. Alter, ich habe so viel Scheiße dabei. So, wo ist sie? Oh, das würde ich noch gern machen. So, die ist ganz oben irgendwo. Ja, ist jetzt erstmal... Oh. Ja, das nehme ich auch noch mit. So. Ja. Lass mich durch, schnell. Ich renne jetzt einfach hier durch. So, die ist da noch oben in ihrem Büro. Die werde ich jetzt einfach mal alle schön schnell wegmachen. So, wo ist sie? Hier. Sie ist nicht tot. Wie ist sie nicht tot? Was soll das? Das finde ich nicht nett. So, die will... Ach so. War die nicht gerade noch hier? Ach, da... Nee, da drüben in dem Raum. Da drüben ist sie, Alter. Du kommst jetzt her. Dich bringe ich jetzt um. Gemütlich an ihrem Handy, Alter. Ja, das ist mal wieder nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ganz viel Zeug. Ja, was kann ich hier machen? Betreten. Ich kann hinter den Vorhang. Oh, der kommt hier rein. Ich nehme einfach alles mit. Oder kommt der hier rein? Weiß es nicht. Ich würde mich ganz gern verkleiden als irgendwen. Weil dann muss ich nicht so aufpassen, da rauszurennen. Und ich muss meinen Koffer auch noch mitnehmen. Deswegen kann ich keine großen Waffen nehmen. Ich kann aber sowas machen. Kaboom. Oh, die sind nicht tot. Das finde ich jetzt nicht nett. Egal. Ich verkleide mich jetzt als Polizist. Verdächtigen die mich nicht mehr. Hoffe ich doch. Ja, so einfach geht es. So, wo kann ich jetzt raus? Einmal da hinten und einmal da hinten. Dann nehme ich doch das, was näher von mir ist. 39 Meter. So. Ich bin nur ein ganz normaler Polizist hier, okay? Ah, hier kann ich durch. Alter, was war das schon wieder für eine Runde? Diesmal habe ich es zumindest geschafft, das erste so halbwegs Stealthy zu schaffen. Und dann den Rest aber wieder habe ich nur noch alle umgebracht. Aber gut, so kann man es ja auch machen. Eine Story-Mission habe ich abgeschlossen.
Boah, da habe ich ja viel Sachen. Oh, ich habe wirklich relativ viel. Hä? What? Jetzt habe ich so viel eingesammelt. What? Okay. Passt schon wieder. 21.000. Ja, ich hoffe, wenn euch die Folge gefallen hat. Naja, das war ein falscher Satzbau. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren und zu teilen, damit die anderen Leute auch sehen, wie gut ich im Bank überfallen bin. Und dann würde ich sagen, nächste Folge gucken wir uns dann das letzte Story-Level an. Was da so heißt. Warte, das muss ich nachgucken. Oder kommt jetzt noch ein Video? Ne, okay, das Video gucken wir jetzt beim nächsten Mal an. The Last Resort. Genau, das ist hier auf so einer Insel. Das Video gerade eben war wahrscheinlich von dem Level. Das werden wir uns nächstes Mal angucken. Da werden wir auf Hawaii oder was das auch immer ist, schön Urlaub machen. Wenn ihr es sehen wollt, dann abonnieren und Glocke aktivieren. Und bis dahin. Ciao.